verschwinden, Spinnen, bevor du zerquetscht wirst! Ja, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge The Amazing Spider-Man. Und wir müssen uns jetzt hier Elektro stellen. Gehen wir erstmal hier drüben hin. Die Generatoren müssen wir wohl zerstören. Alles klar, wie machen wir das? Dagegen hauen? Das wird hier nicht helfen. Ich habe genug Energie, um dich zu Asche zu verbrennen. Na, das wollen wir ja mal sehen. Aber ich bringe sie dazu. Wow, shit. Was wirft er hier? Drohnen? Er kann die Drohnen lenken. Ich komme nicht durch das Energiefeld. Den Strom dafür scheint er aus Generatoren zu ziehen. Erstmal hier die Drohnen aus dem Weg räumen und wir gehen direkt hier drüben hin zum nächsten Generator. Du machst dich selbst zum Narren, Spider-Man. Aber bitte, lass dich von mir nicht aufhalten. Ja, Reto nur. Gegen uns hat er eh keine Chance. Alles klar, schnell hier hoch. Komm schon, Spider-Man. Lass mich hier nicht hängen. Ich hab dir ganz schön hinterhergejagt. Jetzt machst du mich wirklich wütend. Das ist deine letzte Chance. Verschwinde! Okay, das Geschütz. Nice. Rennen wir nach oben und holen da drüben den nächsten Generator. Und noch eine Drohne. Wenn ich die Generatoren nicht ausschalte, komme ich nicht mal in die Nähe des Times Square. Okay, ich bin auf der anderen Seite. Die Drohnen lassen mich irgendwie nicht durch und ich glaube, es kommen immer wieder neue. Deswegen... gehen wir direkt zu den Drohnen hin. Na komm, hier ran. Nach oben mit uns. Und der nächste Generator. Alles klar, wo gehen wir hin? Erstmal hier noch die Drohne mitnehmen. Wir brauchen Heilung. Definitiv. Sag bloß, wir können uns hier nicht heilen. Doch, geht's. Der redet einen Scheiß daher. Gegen uns hat er keine Chance. So viel zum Kraftfeld. Jetzt kann ich darüber. Ich kenne diesen Typen. Was ist nur mit ihm passiert? Ich hab dich gewarnt, wegzubleiben. Jetzt ist es zu spät. Und schon wieder direkt hier ein Bossfight nach Kingpin, den Elektromann. Mir irgendwie bekannt vor. Max Dillon? Du erinnerst dich nicht einmal. Du hast gesagt, ich wäre deine Augen und Ohren. Sagtest, wir wären Partner. Jetzt erinnere ich mich. Das habe ich gesagt und so gemeint. Lügner, du bist gegangen. Hast mich da zurückgelassen. Zugelassen, dass sie mir wehtun. Ganz alleine im Dunkeln. Max, ich weiß nicht, was mit dir passiert ist. Ich sehe, dass du leidest, aber ich kann dir nicht helfen, wenn du mich nicht lässt. Es ist dir egal. Ich habe mein ganzes Leben in Dunkelheit verbracht und keinen hat es gekümmert. Jetzt werdet ihr alle erleben, wie das ist. Okay, wie machen wir ihn fertig? Elektro. Ich glaube, der wird ein harter Hund. Mit dem Ionennetz werden alle gleich viel umgänglicher. Mann, deine Stromrechnung muss gigantisch sein. Du hast mich zum Narren gehalten, genau wie alle anderen. Ich treffe ihn nicht mal.
Er hält so scheiße viel aus. Na, jetzt. Gib's ihm. Komm schon, spinn ihn ein. Überall, Max. Was sie dir angetan haben, tut mir leid. Aber das gibt dir nicht das Recht, so zu werden wie sie. Für einen Kerl voller Strom bist du nicht sehr helle, oder? Alles klar, ich bin dran, aber der hält brutal viel aus. Wir müssen ihn einnetzen. Wow, 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 wow. Todeslaser. Ran hier. Und weg mit uns. Netzpower. Und wieder ran. Zuerst hast du mir irgendwie leid getan. Jetzt nicht mehr so sehr. Mit Netzen ist erstmal nichts. Ich muss klug vorgehen. Immer dolle drauf. Das ist meine Strategie. Raus aus den Kugeln. Fernhalten von den Geschossen. Wow. Zurückzugehen. Aber wir spinnen dich ein, Kumpel. Hey, ich weiß, wir kämpfen hier und so, aber könntest du wohl mein Handy aufladen? Oh shit, das wird wehtun. Und zwar so richtig. Und zwar für dich, nicht für uns. Was dir passiert ist, hat sich auf deinen Verstand ausgewirkt. Aber es gibt Menschen, die dir helfen können. Orte, wo du hingehen kannst. Nein, das haben die Ärzte auch gesagt. Und sie haben mir alle nur wehgetan. Nie wieder. Ich wollte nur, dass die Menschen mich bemerken. Jetzt tun sie es. Ich lasse die Nacht leuchten, wenn sie sich im Schatten zusammenkauern. Du hast ernsthafte Probleme mit deiner Selbstachtung. Weißt du das? Alles klar, wir bleiben dran. Mal ein bisschen näher rangehen. Ob das eine gute Idee ist, ich weiß nicht. Ich versuch's. Netzsprung. Komm schon, wir haben ihn beinahe. Okay, machen wir ihn fertig. Das lasse ich nicht zu. Du wirst mich nicht nochmal in Ravencroft einsperren. Ravencroft? Max, ich habe gerade rausgefunden, was sie da tun. Kämpf nicht gegen mich. Sag der Polizei, was sie vorhaben. Wir können sie besiegen. Wir sind unschuldig. Das war der Kingpin. Definitiv. Wer sonst? Go, 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 go! Ich töte dich, bevor sie mich wiederkriegen! So, Junge! Dann blasen wir dir mal die Lichter aus! Komm, 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 komm! Wow! Lass nicht zu, dass du mich dorthin zurückbringst! Mann, deine Stromrechnung muss gigantisch sein! Der will noch eine Runde. Alles klar, jetzt haben wir ihn definitiv! Dann wenden wir mal das Blatt. Wow, 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 wow.
Kerl muss einem einfach leid tun. Er war ein Opfer. Wenn es stimmt, was er über Ravencroft gesagt hat, muss ich den Laden dicht machen. Oscorp ist einer ihrer Geldgeber. Vielleicht kann Harry helfen. Ja. Yeah. Mr. Osborne, Sie hatten recht. Fisk kauft Oscorp-Aktien für eine feindliche Übernahme. Aber solange Sie hier sind, können wir das sicher verhindern. Ja. Yeah. Solange ich hier bin. Ich habe Sie, Sir. Richard Parkers Spinnengift. Aber bei jedem Einsatz gab es schlimme Nebenwirkungen. Schlimmer als der Tod? Das Risiko gehe ich ein. Und jetzt raus! Dr. Kafka, soll das etwa so passieren? Nein, ich schalte es ab. Achtung, alle Officer der Taskforce! Aufgrund der erhöhten Gefahr durch den maskierten Namen Spider-Man haben wir die Freigabe, zu Phase 3 der Unterdrückungsinitiative überzugehen. Es wird keine Phase 4 geben. Jetzt endet es. Alle Einheiten, Achtung! Abtrünnige Taskforce-Elemente installieren unbekannte, möglicherweise gefährliche Geräte in bevölkerten Gebieten. Mit äußerster Vorsicht vorgehen. Ich lasse auf keinen Fall zu, dass jemand Bomben in meiner Stadt zündet. Verdächtiges Gerät in Midtown East. Alle Einheiten, Gebiet evakuieren. Okay, Phase 3. Die Lage wird schlimmer. Elektro wären wir zwar los, aber dafür hat Harry jetzt das Mittel. Und wir haben gesehen, dass Carnage da ist. Jetzt mit seinem Symbionten. Ich bin so gespannt, wie sie Carnage umgesetzt haben. Denn ich kann euch so viel schon mal verraten. Carnage ist wirklich der krasseste Marvel-Bösewicht, der jemals erfunden wurde. Es gibt keinen krasseren. Er ist ein richtiger Killer. Wow, 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 wow. Wo hänge ich denn? Wir wollen weiter nach oben. Und zwar hier drüben hin zu der ersten Bombe. Aber ich würde auch ganz gerne mein Kostüm wechseln. Deswegen schauen wir mal, wo könnten wir denn ein neues Kostüm kriegen? Ganz hier oben oder irgendwo hier drüben. Da sind wir ja relativ in der Nähe. Dann gehen wir auch direkt hier hin. Moment, hier drüben war noch ein Comic. Das hätte ich ganz gerne. Genau, was ich immer wollte. Ein Comic? Du wolltest immer einen Comic, Spider-Man. Na gut, jetzt weiß ich Bescheid. Okay, die Bombe ist direkt hier in der Nähe. Erstmal hier hin. Dann hier drüben hin. Die Seite nehmen wir mit. Noch 10. Dann hätten wir hier wieder eine weitere Comic-Auflage. Und nach oben mit uns. Okay, die Bomben müssen hier ein bisschen warten. Denn ich will hier auf jeden Fall einen neuen Anzug. Die Typen sind verrückt geworden. Ich kann die normale Taskforce nicht von den Abtrünnigen unterscheiden. Aber da sie mich alle jagen, ist das eigentlich auch egal. Was zur Hölle? Oh shit, kleine Planänderung. Hey Leute, da liegt eine Bombe. Ich wollte es nur sagen. Jetzt kämpfst du mal nicht gegen Taschendiebe. Du wirst langsam vorhersehbar. Alles klar, die Rüstung muss weg. Weißt du, was du anders machen solltest? Alles. Abflug. Sieht das so nicht gleich viel attraktiver aus? Wow, 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 Junge, bleib cool. Bleib cool. Du hast doch keine Ahnung, was dieses Wort bedeutet. Rüstung ist weg. Da hinten wird auf mich geschossen. Hier ist was für den Zusammenschnitt. Und jetzt hierhin. Das Beste an meinem Job? Packst du dich zu verprügeln? Gehen wir schwimmen. Okay, Beeilung. Na, kommen wir hier oben hin?
könnte eng werden. Alles klar, das kriegen wir hin. Eine Bombe hätten wir. Okay, Dynamit, jetzt darfst du Bumm machen. Ich brauche den Bombenräumdienst zum Untersuchen eines angeblichen Sprengsatzes. Evakuierung läuft. Und eben gerade haben wir den grünen Kobold gesehen. Harry wurde zum Kobold. Oh Mann, der arme Harry. Jetzt aber wieder hierhin. Ich will doch noch ein neues Kostüm in der Folge. Na. Wir sind ganz in der Nähe, nicht mehr weit. Ich weiß gar nicht, ob wir die Nebenmission jetzt machen können, weil wir ja hier das Bomben-Event haben. Aber wir probieren's. Spider-Man will nur im Rampenlicht stehen. Er hilft überhaupt niemandem. Jo, wir können rein. Ich habe das Gefühl, dass sich hier mehr verbirgt. Okay, räumen wir hier die Russen aus dem Weg. Keine Ahnung, wie viele es sind. Bin mal gespannt, was wir diesmal kriegen. Einer weniger. Es ist nicht so, dass du deinen Job nicht beherrschst. Okay, ist es doch. Lass ihn schwingen, Junge. Lass ihn schwingen. So. Der Anzug ist hier drüben. Wir müssen ja eigentlich gar nicht alle Gegner aus dem Weg räumen. Aus diesem Zeug könnte man irre Spidey-Anzüge machen. Er hat einen nach dem anderen ausgeschaltet. Und jetzt bist du dran. Du wirst weniger nervös sein, wenn du dir mich nackt vorstellst. Ah, um ehrlich zu sein, tu das nicht. Na gut, den hier machen wir noch. Oh Gott, hier sind ja richtig viele. Erstmal den hier. Ruhig und... Jetzt denk darüber nach, was du falsch gemacht hast. Denn ich will natürlich hier in Ruhe arbeiten können. So. Sie sehen immer so überrascht aus. Und der letzte Russe hier. An die Decke mit dir. Ich habe einen Zahn ausgeschlagen, aber keine Angst, ich habe ihn dir unters Kissen gelegt. Neuer Anzug, neuer Anzug. Ein großer Sieg mit Stil. Oh, der sieht cool aus. Den werden wir direkt anziehen, wenn wir können. Können wir.